bin schnell. Sieht nicht gut aus, Leute. Ihr solltet es lieber lassen. Komm schon. Da kommen noch mehr Maschinen. Wenn du diese Maschinen erledigst, ich helfe dir nur. Sicher. Das war der Letzte. Ich sollte nach den Flüchtlingen sehen. Du hast den Orden tapfer verteidigt. Oh, ist das schlimm, Lukascha? Ruhig. Alles wird gut. Sind alle okay? Gebeutelt, aber nicht geschlagen. Unser Orden sieht einen weiteren Morgen. Bist du dir da sicher? Wir sind Entbehrungen gewöhnt, Nora. Wir haben das halbe Sonnenreich durchquert, nur mit dem, was wir am Leib tragen. Und sobald unser Sonnenpriester zurückkehrt, liegt unser Weg vor uns. Darauf warten wir. Ihr solltet lieber woanders warten. Deine Leute brauchen Schutz. Östlich von hier ist eine... Kettenkratz. Ja, das wissen wir. Savoha sagt, sie sei nicht passend für uns. Wer? Unser Sonnenpriester. Unser Orden ist weit gekommen, dank seines leitenden Lichts. Okay, und wo ist dieser Savoha? Er stieg vor 3 Tagen hoch zum Turm, um zu meditieren... und wird dort bleiben, bis die Sonne ihm den Weg in die neue Heimat weist. Der gefallene Sturmvogel ist ein Omen, sagte er. Und natürlich ist das so. Verstehe. Und wie lange wollt ihr hier auf ihn warten? Bis er zurückkommt. Er wird zurückkommen. Er muss. Ihr seid Schatten, Kaja, nicht wahr? Wir sind der Orden des Zwielichts. Der Unterschied ist, als der Thronräuber Awad seinen Vater tötete, flohen wir mit den Schattenkaja nach Sonnenfall. Das Leben dort war schwierig. Savoha sah unser Elend, richtete uns auf, beschützte uns vor den korrupten Priestern und herzlosen Falken. Als ihre Herrschaft endete, führte Savoha uns aus den Schattenlanden. Die lange Nacht endet. Und die sinkende Sonne führt uns zur Erlösung, sagte er. Und er taufte uns Orden des Zwielichts. Wir zogen nach Westen für ein besseres Leben. Konntet ihr nicht zurück nach Meridian? Awad ist ein Vatermörder. Wir werden nicht vor ihm niederknien. Wir wandern im Zwielicht in unsere neue Heimat. Savoha wird uns hinführen. Aha. Da ist ein Osseram in Kettenkratz, Tolland. Er will den Sturmvogel da oben. Ja, er war gestern schon hier. Ein unangenehmer Kerl, selbst nach Osseram-Maßstäben. Er hat viele Drohungen ausgestoßen. Doch wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Alles schön und gut, aber er hat Freunde.
Früher oder später taucht die ganze Bande hier auf. Savohar wird kommen. Das tut er immer. Wir müssen ihm nur mehr Zeit lassen. Ihr habt keine Zeit, Lokasha. Ihr solltet zusammenpacken und... Wir werden hierbleiben. Und niemand darf seine Meditation unterbrechen. Tja, sie werden's versuchen. Euer Priester, Savohar, er ist also schon 3 Tage da oben? Seine Meditation braucht Zeit. Dann macht er das öfter? Tagelang meditieren? Naja, normalerweise dauert es nicht so lange. Aber er wird uns schon führen. Das tut er immer. Wir glauben daran. Aber eine Bleibe scheint mir dringender zu sein. Sieh euch doch an. Die Maschinen hätten euch fast ausgelöscht. Und Osseram-Schläger beobachten euch bereit zuzuschlagen. Ihr seid hier in Gefahr. Ihr müsst Savohar holen und verschwinden. Die Situation. So schlimm war es noch nie. Ich weiß, wir können nicht hierbleiben, aber ohne Savohar, der uns führt, ich bin... Lass mich da hoch. Ich überzeug ihn, dass ihr weiterziehen müsst. Aber seine Meditation. Wenn er noch keine Vision hatte, wird er nicht mitkommen. Lass mich wenigstens nach ihm sehen. Wenn er schon 3 Tage dort ist. Ja. Ja, das ist vernünftig, nehme ich an. Bitte, pass auf. Der Weg, der zum Turm führt, ist brüchig. Savohar ist stark, aber der Aufstieg war sicher nicht leicht. Das ist er selten. Lass die Nora durch. Die behalte ich als Vorrat. Ich sollte wohl hochgehen. Lokasha hatte recht. Der Weg ist in schlechtem Zustand. Das gebe ich einem Färber. Ich glaube, ich kann die Balken erreichen, wenn ich gegen die Klippe springe. Höher.
Die Leiter muss hinter Savoha gebrochen sein. Ich muss anders da hochkommen. Eine zerstörte Brücke. Vielleicht kann ich zur anderen Seite springen. Ich muss wieder da hoch. Sehr viel Blut. Savoha? Muss sich beim Überqueren der Brücke ziemlich schwer verletzt haben. Das sieht nicht gut aus. Er hat eine Spur hinterlassen. Ich kann ihr mit dem Fokus folgen. Da ist der Sturmvogel. Ich komme näher. Savoha muss sich vorbeigeschlichen haben. Ich kann mich vorbeischleichen. Oder sie erledigen.
mehr. Das waren alle. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Die wahre Sonne über mir. Du musst Zavoha sein. Die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Nein. Das Gefäß muss für die Vision völlig leer sein. Du brauchst keine Vision. Du brauchst medizinische Versorgung. Auf dem Weg hierauf habe ich gesehen, wie brüchig er ist. Hast du dich beim Aufstieg verletzt? Mein Schmerz. Er gehört zum Ritual. Du bist schwer verletzt. Und deinen Leuten läuft die Zeit davon. Den Sturmvogel anzustarren bringt überhaupt nichts. Du begreifst das Omen nicht. Er fiel hier beim Signalturm. Ich muss nur den düsteren Pfad sehen. Und meine Leute finden ihre Heimat. Hör zu. Lukasha tut da unten ihr Bestes, aber Maschinenangriffe, wütende Osaram. Der Orden hat Angst, Savoha. Der letzte Glanz der Abendzeit wird die Angst auflösen. Ich glaube nicht. Was glaubst du, was hier passieren wird? Dass die Sonne dir etwas zeigt, wenn du lange genug hier sitzt? Den Weg zur neuen Heimat. Die gefallene Maschine bedeutet, dass der Sturm vorüber ist. Und Erlösung.
Nahlzen. Oder dass ein Osseram sie über einem alten Turm abgeschossen hat. Ich glaube, deine Lunge ist verletzt. Gebete heilen das nicht. Die Sonne gibt mir Kraft. Und ich bin fest im Glauben. Der Blutverlust sollte dir mehr Sorgen machen. Deine Leute machen sich Sorgen um dich. Sie brauchen eine Bleibe. Sicherheit. Wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Ich glaube, du starrst die ganze Zeit deiner Erlösung ins Gesicht. Die wahre Sonne über mir. Ich muss zu diesem Sturmvogel und sein Herz holen. Ein Sturmvogelherz ist viel wert. So viel, dass alle Flüchtlinge satt werden könnten. Und seine Antwort ist ein Sonnenstich und Gebete? Warum denkt jeder Priester, den ich treffe, dass blinder Glaube die Antwort auf alles ist? Der Osseram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt. Eine Linse aus. Die behalte ich erstmal. Da. Mit
Mit dem Herz sollte der Orden eine Unterkunft bezahlen können. Etwas Essen und frische Kleidung würde auch nicht schaden. Dorthin zurück. Ich schätze, du hast dein Bestes getan. Ruhe und Frieden. Ich bringe deine Leute in Sicherheit. Ich sollte Lukascha informieren und ihr das Sturmvogelherz geben. Nein. Da ist Holland mit seinen Schlägern. Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht und verschwindet einfach. Wir lassen dich hier nicht durch, Osaram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch, Karja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig. Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Schau an. Die Karja-Freundin mit ihrem tollen Speer. Also, ich verliere langsam die Geduld. Ich hab den Sturmvogel abgeschossen. Die Beute gehört mir. Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, Wilde oder zerlumpter Schattenkarja. Ich hol sie mir. Also, soweit ich weiß, besagen die Gesetze, wer etwas findet, darf es behalten. Das bin in dem Fall ich. Oder nicht? Du willst das Herz? Ich hab den Sturmvogel erlegt! Oder nicht? Das stimmt, Boss. Verdammt, Luft, sei still! Okay, du gewinnst. Hey, mir geht's super. Ich brauch die Beute ohnehin nicht. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Ich brauche einen Drink. Aloy, und wieder danken wir dir. Bitte schön. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung, Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Ich... Das ist... So etwas entscheidet Savoha. Nein, es tut mir leid, Lukascha. Savoha kommt nicht wieder. Es tut. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Geh nach Kettenkratz. Such dort die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Sie kümmert sich um dich und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig?
Hier, bitte nimm das hier. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es dir ein wenig. Dann auf nach Kettenkratz. Thank you.